Mehr als 200 Unternehmer aus Rostock und dem Umland kamen am 11. April in die Rotunde der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern. Gemeinsam mit der IHK zu Rostock und dem Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg hatte die Handwerkskammer zur Podiumsdiskussion mit den Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl geladen. 2,5 Stunden standen die Anwärter auf den OB-Posten Rede und Antwort und erklärten, wie sie die Wirtschaft in Rostock weiter voranbringen wollen. In der Innenstadt sind sehr viele Einzelhändler, sehr viele Handwerksunternehmen, Augenoptiker, Hörakustiker, Bäcker, Friseure. Wir brauchen attraktive Innenstädte, wir brauchen eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und vor allen Dingen auch attraktive Parkgebühren, damit die Leute auch in die Innenstadt fahren und nicht in die Randgebiete zu den großen Supermärkten. Die Unternehmen dieser Stadt zahlen alljährlich über 120 Millionen Gewerbesteuer in die kommunale Kasse. Und dafür glauben wir, können die Unternehmen erwarten, dass eine besonders wirtschaftsfreundliche Politik gemacht wird. Die Fragen, die wir haben, stellen sich zum Beispiel nach den Steuersätzen, die zu erwarten sind, nach der Frage der verkehrlichen Infrastruktur, nach dem Thema bürgerfreundliche, unternehmerfreundliche Kommune. Also wie geht Kommune, wie geht auch Politik mit den Belangen der Unternehmer in dieser Stadt um? Eine Erhöhung der Gewerbesteuer kommt für alle OB-Kandidaten nicht in Frage. Sibylle Bachmann, Tom Reimer, Edgar Schulze und Dirk Zierau sprachen sich sogar für eine Senkung auf lange Sicht aus. Auch Klaus Ruhe-Matzen zieht eine Senkung der Gewerbesteuer in Betracht. Digitalisierung und der damit verknüpfte Bürokratieabbau, die Verbesserung der Infrastruktur und der Fachkräftemangel waren weitere Themen, die die Unternehmer bewegten. Wer allerdings große Diskussionen erwartete, wurde enttäuscht. In den meisten Punkten waren sich die OB-Kandidaten einig. Der Unternehmerlandschaft, insbesondere wenn die Stadt dann eben das Wirtschaftszentrum